Guten Abend, ihr Lieben. Ich freue mich, dass du heute hier bist und dir diese Zeit für dich nimmst. Dies hier ist eine ganz besondere Yoga-Sequenz für deine Mondenergie, für deine weibliche Kraft, die dich in die pure Entspannung führt. Am besten hast du deinen Abend-Yogi-Tee schon getrunken und dich auch sonst schon bettfertig gemacht, sodass du nach dieser Yin-Yoga-Sequenz gleich in dein Bett fallen kannst. Die Yoga-Sequenz ist so gestaltet, dass du sie entweder direkt in deinem Bett machen kannst oder auf deiner Yogamatte direkt neben deinem Bett, sodass der Weg nicht mehr allzu weit ist. Ich wünsche dir viel Freude bei deiner Praxis und schon mal eine gute Nacht. Wir beginnen heute in einem Schneidersitz, der ganz bequem sein darf. Spür mal, wie du dich in diesen Schneidersitz hineinfallen lassen kannst, ohne dich großartig anzustrengen. Spür mal, wie die Wirbelsäule jetzt sein möchte, ob du dich nochmal aufrichten möchtest, du nochmal diese Energie brauchst über die Wirbelsäule, die dich in die Länge zieht, oder ob du in diesem Augenblick wirklich komplett loslassen möchtest, gerne auch den Rücken etwas aufrundest. Du bringst deine Handflächen vor dem Herzen zueinander. Spürst, wie sich über deine Handballen und deine Fingerspitzen deine rechte und deine linke Körperhälfte, die Yin- und die Yang-Seite, miteinander verbinden, wie dieser Übergang geschaffen wird zwischen Tag und Nacht, zwischen der Helligkeit und der Dunkelheit, zwischen der Aktivität und der Entspannung. Nimm deinen Blick über deine Fingerspitzen zur Erde und schließe deine Augen. Hier einfach mal die Zeit, um den Tag nochmal Revue passieren zu lassen. Was war heute Morgen, was war danach? Was war am Mittag und was war am Nachmittag? Wie war der Abend? Und du versuchst dich in all das, was zu dieser Zeit war, gar nicht so sehr einwickeln zu lassen, sondern lass das vor deinen Augen einfach nur passieren. Du beobachtest wie ein Zuschauer von außen, was da war. Nimmst auch wahr, welche Gedanken dir dazu vielleicht aufkommen, lässt dich aber auch von diesen nicht mitreißen, sondern nimmst auch diese wahr, lässt sie kommen und dann auch wieder gehen. So finde dich ein in diesem Moment, in diesem Augenblick, an diesem wunderbaren Abend. Werde dir bewusst, dass du jetzt hier sitzt. Werde dir bewusst, wo du sitzt. Und auch, wie sich das anfühlt, hier zu sitzen, ob du dich jetzt in diesem Moment ganz schwer fühlst oder ob du ein Gefühl der Leichtigkeit verspürst. Ganz unabhängig davon, wie dein Tag heute war und auch was dir jetzt nochmal in die Erinnerung gekommen ist und auch ganz unabhängig davon, was morgen auf dich wartet, spürst du jetzt einfach mal, wie sich dein Zustand jetzt anfühlt, wie es dir jetzt geht. Und so akzeptierst du diesen jetzigen Zustand auch. Genau so, wie er jetzt ist. Lässt ihn genauso sein, wie er jetzt sein möchte und gibst dich hin in diesem Augenblick. Du zwinkerst erst leicht und öffnest dann langsam deine Augen. Roll deine Halswirbelsäule mit deiner nächsten Ausatmung nach oben hin auf, dein klarer Blick geht nach vorne. Du legst dir dann deine rechte Hand an deine linke Schläfe, dein Arm liegt so über deinem Kopf drüber. Du ziehst dann dein rechtes Ohr zu deiner rechten Schulter und streckst deinen linken Arm zur Seite aus, die linke Hand zieht zur Erde. Und dann spürst mal, wie sich das so für dich anfühlt, ob das so gut tut. Falls das etwas zu intensiv ist, dann
Nimm die linke Hand wieder etwas weiter nach oben, dann wird die Dehnung etwas sanfter. Halte und atme tief in dieser Position, lass die Anspannung gehen mit jeder Ausatmung. Nächsten Einatmung löst die rechte Hand von deiner linken Schläfe, drückt deine rechte Hand gegen deinen Kopf, um ihn wieder aufzurichten und wechsel direkt die Seiten, greife mit der linken Hand an deine rechte Schläfe, dein linker Arm liegt auf deiner Kopfkrone auf und du ziehst mit deiner Hand deine linke Schulter und dein linkes Ohr aufeinander zu. Streck deinen rechten Arm zur Seite aus, die Fingerspitzen ziehen zur Erde. Und du spürst die Dehnung im Nacken, du spürst den Raum, der entstehen darf. Spür, was die Schultern dabei machen, ob du anspannst oder ob du dich ganz darauf einlassen kannst. Spür, was dein Kiefer macht, ob du dich hier verspannst, spür, ob die Zunge am Gaumen klebt. Kleinigkeiten war, spür auch, ob die Augen wieder geschlossen haben oder ob du die Augen noch offen hältst. Wie die Augen geöffnet sind oder geschlossen. Ob sich das leicht oder ob sich das schwer anfühlt. Und dann atme ein, löst deine linke Hand von deiner rechten Schläfe, drückt sie links an deinen Kopf und um den Kopf wieder aufzurichten, lass beide Arme zur Seite nach unten fallen, entspann deine Schultern, sie ziehen Richtung Gesäß, Richtung Erde. Du ziehst jetzt dein Kinn zum Brustbein, zu deinem Herzen nach unten, spür die Dehnung im Nacken. Bleib entspannt im Kiefer, bleib entspannt im Gesicht, entspannt in deinen Augen. Und dann beginne hier so ganz leicht mit dem Kopf zu kreisen, nach rechts und nach links schauen. Und einfach nur spüren. Mit der Aufmerksamkeit raus aus deinem Kopf hinein in deinen Körper. Spüren, wie fühlt sich das eigentlich an, diese Bewegung. Achtsam sein. Gar nichts machen, was unangenehm ist, sondern einfach spüren, wo fühlt sich das gut an, wo will ich vielleicht noch mal etwas länger halten. Dann da langsam zur Ruhe kommen. Nochmal zum Brustbein ziehen und dann mit deiner nächsten Ausatmung die Halswirbelsäule wieder nach oben hin aufzurollen. Und dann beginnst du von hier aus direkt aus den Hüften heraus zu kreisen. Das dürfen ganz, ganz große Kreise sein, das können aber auch ganz kleine Mini-Kreise sein. Mach dieses Hüftkreisen zu deinem eigenen Kreisen. Was fühlt sich für dich jetzt richtig an? Wie weit möchte sich dein Körper bewegen? Wie weit möchte deine Wirbelsäule, deine Schultern, dein ganzer Kopf, deine Arme mitgehen? Du denkst auch gar nicht viel drüber nach, über diese Bewegung. Lässt sie einfach passieren, wie sie von allein passieren möchte. Kommst wieder in dieses Spüren, wie fühlt sich das an, dieses Schwingen? Wo spürst du die Dehnung? Wo spürst du das angenehme Gefühl? Spürst du vielleicht Wärme, die entsteht über diese Bewegung in deinem Becken, in deinem Bauchraum? Mal die Richtung, mal andersrum kreisen, andersrum schwingen. Die Atmung dabei fließen lassen, ganz achtsam. Und dann gerne auch mal, wenn du an irgendeiner Stelle das Gefühl hast, da würdest du gerne mal anhalten, das würdest du gerne etwas länger halten, dann tu das einfach gerne. Halte mal kurz an und spür genauer nach.
langsam ausschwingen lassen. Direkt aus dieser Bewegung heraus weiter mit beiden Armen weit über die Seite einatmen. Dein Blick geht über deine Fingerspitzen nach oben, leg den Kopf sanft in den Nacken. Und dann stell dir deine rechte Hand neben dir am Boden auf, streck deinen linken Arm über den Kopf in eine Seitneige. Spür die leichte Öffnung im Herzen, indem du die Schulterblätter aufeinander zuziehst. Deine Finger können gespreizt sein oder die Hand kann auch ganz locker sein, wieder je nachdem, wie sehr du schon loslassen kannst und tiefer in die Entspannung gleiten möchtest. Lass deine Atmung hier tief und lang werden. Spür den Raum, der zwischen den Rippen entsteht. Dieses Zwischenrippengewebe verklebt sich gerne mal, wenn wir zu viel Stress haben, zu viel nachdenken, zu viel grübeln. Spür einfach, wie du richtig tief einatmen darfst in diesen Raum zwischen deinen Rippen und auch vollständig wieder aus diesen Zwischenrippenräumen heraus ausatmest. Nächsten Einatmung hol dich nach oben, streck beide Arme wieder hoch, nimm den Blick über die Fingerspitzen zur Decke und du kommst direkt in die Seitneige zur anderen Seite, stell die linke Hand neben dir am Boden auf, streck deinen rechten Arm über den Kopf. Dein Blick geht entweder über deine obere Hand zum Himmel oder über die Hand am Boden. Und auch hier wieder erlaube dir tief und lang zu atmen in deinen Brustkorb hinein und aus deinem Brustkorb heraus. Tiefe Einatmung, du richtest dich wieder nach oben hinauf, streck die Arme über den Kopf. Und dann krabbel mal mit den Fingerspitzen etwas mehr Richtung Decke nach oben, wie als würdest du dich nochmal richtig aufrichten wollen. Und mit deiner nächsten Ausatmung tauche hier nach vorne ein in eine Vorbeuge, roll dich ein im oberen Rücken, streck die Arme weit nach vorne aus, vielleicht küsst die Stirn den Boden. Einfach mal spüren, wie weit es für dich angenehm ist, wie weit du in die Entspannung hineingleiten kannst. Wichtig ist, dass die Position noch angenehm bleibt, dass du deine Atmung noch tief und lang spüren kannst, dich nicht irgendwo hineinzerrst. Von hier aus ganz langsam Wirbel für Wirbel wieder nach oben hinauf in den Schneidersitz zurück. Streck dir dein linkes Bein nach vorne aus und leg dir die rechte Fußsohle an deinen linken Oberschenkel. Dein rechtes Knie fällt nach außen weg, deine beiden Hüften sind auf einer Ebene ausgerichtet. Du streckst deine beiden Arme über den Kopf, zieh dich auch hier nochmal in die Länge. Deine Ausatmung lässt dich ganz sanft nach vorne fallen über deinen Oberschenkel für die einbeinige Vorbeuge oder den halben Schmetterling. Janushirshasana. Entspanne deine Hände entweder auf deinem Schienbein neben deinem Bein oder greife deinen Fuß. Erinnere dich aber daran, dass wir hier im Yin-Yoga sind, dass diese Position für dich ganz entspannt sein soll. Wir wollen immer mehr in diesen Yin-Zustand, in die Entspannung hineinfinden. Keine Verkrampfung mehr, keine Anspannung. Richtung Mondenergie. Und so werde dir bewusst mit jedem Atemzug, dass du alles gehen lassen kannst, was heute war. Dass du jetzt vergessen darfst, was morgen sein wird. Dass diese Zeit jetzt nur für dich ist. Du brauchst dir ganz bewusst keine Gedanken mehr darüber zu machen, was heute hätte besser laufen können. Nicht planen oder grübeln.
es morgen aussieht, sondern einfach ganz in diesen Zustand des Hier und Jetzt eintauchen, deinem Körper und auch deinem Geist erlauben, loszulassen. Für gute 3 bis 5 Atemzüge mehr in dieser Position. Dann roll dich Wirbel für Wirbel zurück nach oben hin auf. Leg dir deine rechte Fußsohle an deine linke Fußsohle, nimm die Füße etwas weiter vom Körper weg und dann beuge dich von hier aus direkt nach vorne für deine Unterarme unter den Unterschenkeln hindurch. Greif mit den Händen deine Füße und lass die Stirn Richtung Erde fallen. Und dann spür mal, wie sich das anfühlt, wenn du hier den Kopf halten musst, wie das für den Nacken ist. Und wenn du möchtest, kannst du dir hier einfach dein Kopfkissen nehmen und dein Kopfkissen unter deine Stirn packen, sodass du hier gar keine Anspannung mehr hast. Hier in Kurmasana lass deine Atmung ganz langsam werden. Lass sie ganz tief werden. Dann schau mal, dass du die Ausatmung ganz bewusst verlängerst, die Ausatmung ganz bewusst länger werden lässt als deine Einatmung. Entweder einfach, indem du ein Gefühl dafür entwickelst oder indem du zu zählen beginnst. Zum Beispiel 1, 2, 3, 4 mit deiner Einatmung und 1, 2, 3, 4, 5, 6 mit deiner Ausatmung. Vielleicht kannst du das dann auch immer um eine Zahl noch mehr ausdehnen, bis du irgendwann bei einer 8 oder bei einer 10 landest. Schau aber auch hier wieder, dass es nicht krampfhaft wird, dass du dich nicht anstrengen musst, sondern dass das wie von allein passiert, du immer mehr in diese verlängerte Ausatmung hineinfließt, ohne es zu erzwingen. Bis 5 Atemzüge mehr in Kurmasana der Schildkröte. Roll dich dann Wirbel für Wirbel wieder nach oben hin auf. Streck dein rechtes Bein nach vorne aus, leg dir die linke Fußsohle an deinen rechten Oberschenkel. Atme weit mit den Armen über die Seite ein. Dann atme aus und beuge dich über deinen Oberschenkel nach vorne. Deine Hände fallen wieder entweder an dein Schienbein, liegen neben deinem Bein oder greifen deinen Fuß für Janushirshasana, die einbeinige Vorbeuge. Wieder ganz entspannt in deinem Nacken, der gerne auf dem Kissen liegen darf, wie in der Schildkröte. Oder vielleicht liegt sogar deine Stirn auf deinem Knie. Dann sage ich dir hier ganz bewusst, ich habe alles getan, was ich konnte, in der besten Art und Weise, wie ich es wusste. Ich weiß, es hätte besser sein können, aber das ist es, wozu ich im Moment imstande bin. Und jetzt
was auch immer es ist, gut oder schlecht, übergebe ich es dir. Übergebe ich es dir, wer auch immer du bist, irgendeine höhere Kraft, vielleicht auch die Erde, vielleicht der Himmel. Vielleicht hast du da irgendeine bestimmte Vorstellung, wem du deine Gedanken, deine Zweifel oder vielleicht auch deine Freude jetzt übergeben kannst, sodass du in einen ganz neutralen, ganz gedankenfreien, ganz entspannten Zustand gleiten kannst. Drei bis fünf Atemzüge mehr mit dem Bewusstsein, dass du wirklich alles abgeben kannst. Mit dem Bewusstsein, dass du alles genau so gemacht hast, wie es für dich am besten war. Dass du alles genau so gemacht hast, wie es für dich möglich war. Ich auch hier wieder Wirbel für Wirbel nach oben hin auf. Greif dir dein Schienbein und roll dich Wirbel für Wirbel weiter am Boden ab. Spürst mal, wie sich das anfühlt, wenn die Wirbelsäule am Boden liegt. Wie der Körper vielleicht hier nochmal etwas mehr loslassen konnte, etwas tiefer fallen, etwas mehr entspannen. Anderes Knie ziehst du dir ebenfalls ran, greifst mit deinen Händen jetzt entweder deine Fußknöchel oder deine Füße direkt über die Fußaußenkante, vielleicht auch nur deinen großen Zeh. Du bringst deine Füße über deinen Brustkorb, über deine Schultern und ziehst dann die Füße und die Knie auseinander in eine Hüftöffnung für die Happy Baby Pose. Hier darfst du erstmal spüren, wie fühlt sich diese Hüftöffnung für dich an, wie wirkt diese Hüftöffnung auf deinen Körper und auch auf deinen Geist. Hat sich vielleicht deine Atmung verändert? Die Hüften sind das Sammelbecken der Gefühle. Wir halten da gern ganz viel fest, alles, was sich so über den Tag ansammelt. Alle Sorgen, alle Ängste, alles, was uns irgendwie geärgert hat, bleibt hier hängen. Spür mal wirklich, wie du jetzt, bevor du dich in dein Bett zum Schlafen legst, hier nochmal loslassen kannst. Wie du hier alle Anspannungen abbaust. Indem du sie erstmal ganz bewusst wahrnimmst. Wahrnimmst, wo da noch Schwere ist, die durch Leichtigkeit ersetzt werden kann. Oder noch ein Gefühl von Anspannung ist, das jetzt gehen darf. Lass los, entspanne in diesen Zustand, in diese Happy Baby Pose hinein. Schenk dir ein Lächeln. Ein Lächeln für die Dankbarkeit, dass du jetzt hier sein darfst, dass es dir gut geht, dafür, dass du gesund bist. Für diesen wundervollen Tag, den du heute erleben durftest. Und der jetzt hier zu Ende geht. Genieße diesen Augenblick jetzt. Spüre deinen Atem, deinen Körper, wie er entspannt in dieser Position liegt. Deinen Geist, wie er immer mehr zur Ruhe kommen darf. Für gute drei bis fünf Atemzüge mehr in dieser Position. Und dann löse die Hände von deinen Füßen, bring die Knie zueinander.
Zieh dir die Knie zum Oberkörper ran, greif die Schienbeine nahe an den Knien und wiege dich ganz sanft nach oben, nach unten. Wenn du magst, auch nach links und nach rechts und vielleicht ziehst du auch kleine Kreise, mal in die eine, mal in die andere Richtung. Knie herangezogen, komme zur Ruhe. Lass deine beiden Beine nach rechts fallen. Streck den linken Arm zur Seite aus, leg dir die rechte Hand auf deine Oberschenkel. Dein Blick geht über deine linke Hand in die Ferne, die linke Schulter zieht zur Erde. Linke Schläfe zieht zur Erde. Du entspannst in diesen liegenden Twist hinein, der ganz ohne Anspannung passiert, für den gar keine Kraft notwendig ist, der ganz von allein durch die Schwerkraft in eine Dehnung führt. Und so spür mal ganz bewusst in dieser Position, ob du doch noch irgendwo festhältst. Ob du irgendwelche Muskeln oder ganze Muskelgruppen noch anspannst, einfach weil du es gewohnt bist, weil du es doch den ganzen Tag so machst. Einfach mal spüren, ob du an irgendeiner Stelle die Schwere noch durch Leichtigkeit ersetzen kannst. Durch ein ganz bewusstes Loslassen. Einatmung und etwas Schwung, bringe deine Knie zurück nach oben, lass die Beine direkt zur anderen Seite nach links überfallen, streck den rechten Arm zur Seite aus, blick über deine rechte Hand in die Ferne, linke Hand liegt auf deinem Oberschenkel und auch hier entspannst du wieder ganz bewusst in diesen liegenden Twist hinein. Deine Beine sind ganz leicht, werden von der Schwerkraft zur Erde gezogen. Deine Schulter ist ganz leicht. Spür, wo der Twist anfängt und wo der Twist endet. Spür ihn ganz bewusst in deinem Bauchraum, an deinem Nabel, wie er quer über deinen Oberkörper zieht. Spür auch, wie die Atmung in dieser Position ist. Ob du tief und lang atmen kannst, in den Brustkorb, vielleicht sogar in den Bauchraum. Oder ob es eher ein oberflächlicher Atem ist. Einfach nur wahrnehmen, gar nicht bewerten oder verändern wollen. Das Yin-Yoga, die Mondenergie, einfach nur Akzeptanz. Alles so sein lassen, wie es jetzt sein möchte, wie es jetzt angenehm ist. Dann mit deiner nächsten Einatmung und etwas Schwung bring die Knie zurück nach oben. Streck deine Beine nach vorne aus. Wir finden in die letzte Position. Dafür nimmst du dir dein Kopfkissen oder gerne auch irgendein anderes Kissen. Vielleicht hast du da ein spezielles Yoga-Kissen. Nimmst dir dieses Kissen und legst es dir so unter deine Brustwirbelsäule, dass wenn du dich Wirbel für Wirbel darauf abrollst, nur deine Kopfkrone auf deiner Matte oder auf deiner Matratze aufliegt. Und das tut sie ganz sanft, ganz ohne Druck. Deine Arme liegen neben dem Körper, die
Die Handflächen sind zum Himmel geöffnet und du nimmst dir jetzt deine Fußsohlen zueinander und ziehst dir deine Füße zum Körper hin für Supta Baddha Konasana. Du spürst hier nochmal die Herzöffnung, du spürst hier nochmal die Hüftöffnung und gleichzeitig auch die Öffnung, die im Bauchraum entsteht. Das passiert ganz passiv, du brauchst keine Anstrengung, lass es einfach von der Schwerkraft machen und finde hier nochmal bewusst in diesen Zustand der Entspannung hinein. Erlaube dir tief einzuatmen über deinen vorderen Brustkorb, über dein Herzzentrum. Und lang auszuatmen über deine Schulterblätter, deinen hinteren Brustkorb. Tief einatmen, Weite entsteht im vorderen Brustkorb. Lange ausatmen, deine Schulterblätter schmiegen sich an das Kissen. Drei bis fünf Atemzüge mehr in der Fischposition Matsyasana. Das Kissen unter deinem Brustkorb hervor, streck deine Beine nach vorne aus und lege dich am Rücken ab. Wir kommen jetzt in Shavasana, die Endentspannung. Du kannst entweder, wenn du noch auf deiner Matte liegst, direkt ins Bett kommen oder auch gerne noch auf deiner Matte bleiben. Wenn du im Bett bist, einfach hier liegen bleiben. Aber jetzt hier das Kissen, das Kopfkissen, nicht unter deinen Kopf legen, sondern beiseite nehmen, sodass du einfach nur im Bett gerade liegst oder eben auf deiner Matte, dass der Kopf nicht erhöht ist. Du kannst dich gerne zudecken, dich schon mal einmummeln und das Kissen auch gerne griffbereit legen, damit du es nachher nur noch drunter ziehen musst. Deine Arme liegen etwas abseits vom Körper, deine Handflächen sind zum Himmel geöffnet. Zehenspitzen fallen locker nach außen. Nehme dir jetzt für Shavasana nochmal vor, dass du hier nicht direkt einschläfst, sondern meiner Stimme nochmal folgst, um den Körper ganz bewusst zu entspannen. Atem wird lang und ruhig. Du spürst die Wellen durch deinen Körper, erst im Brustkorb, dann im Bauchraum. Und dann den Weg wieder zurück, erst der Bauchraum, dann der Brustkorb senken sich. Spürst wie Atemluft über deine Nasenlöcher in dich hinein und mit der Ausatmung aus dir wieder herausströmt. Du spürst dein Gewicht auf der Erde liegen. Ganz schwer sinkst du in die Matte hinein und wirst dabei ganz leicht. Spüre die Wärme in deinem Körper, die Wärme in deiner rechten Hand, deinem Daumen, deinem Zeigefinger, deinem Mittelfinger,
deinem Ringfinger und deinem kleinen Finger. Spür die Wärme in der ganzen Handfläche, die Wärme am Handrücken, am Handgelenk. Spür die Wärme an deinem Unterarm, am Ellbogen und am Oberarm. Die Wärme an deiner rechten Schulter, in der Achselhöhle, in deinem rechten Brustkorb, deiner Taille, deinem rechten Bauch, deiner rechten Hüfte, in deinem rechten Oberschenkel, deinem Knie, deinem Unterschenkel, in deinem Fuß, die Fußsohle und in deinem Fußrücken. Die Wärme im großen Zeh, im zweiten Zeh, im dritten Zeh, im vierten Zeh und im kleinen Zeh. Spür die Wärme in deiner linken Hand, in deinem linken Daumen, in deinem linken Zeigefinger, in deinem linken Mittelfinger, Ringfinger und im kleinen Finger, in deiner Handfläche und in deinem Handrücken, in deinem Handgelenk, deinem Unterarm, deinem Ellbogen, deinem Oberarm, in deiner Schulter, in deiner Achselhöhle, in deinem linken Brustkorb, deiner linken Taille, deinem linken Bauchraum, deiner linken Hüfte, deinem linken Oberschenkel, dem Knie und dem Unterschenkel, im Fuß an der Fußsohle und am Fußrücken, am großen Zeh, am zweiten Zeh, am dritten Zeh, am vierten Zeh und am kleinen Zeh. Spür die Wärme an deiner Stirn, die Wärme an deinen Wangen. Spür die Wärme an deinen Augen, an deinem gesamten Oberkörper, deinem rechten Arm, in deinem linken Arm und in beiden Armen zusammen. Rechten Bein in deinem linken Bein und in beiden Beinen zusammen. Spür die Wärme im ganzen Körper, im ganzen Körper, im ganzen Körper.